Zusammen. Hallo ihr Lieben, wir sind heute wieder da mit einer neuen Folge, diesmal etwas anders, weil es geht nicht ums Swingen an sich, sondern um unsere sexuelle Vergangenheit. Ja, wir glauben, dass es für euch interessant ist, wie wir aufgewachsen sind, also rein sexuell, was wir für Erfahrungen gesammelt haben und ja, wie wir geworden sind, wie wir jetzt eigentlich sind. Genau. Ja, ich habe mir einige Fragen für dich überlegt, Anna. Ich bin gespannt. Und ja, du auch für mich. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Okay. Welchen Stellenwert hatte Sexualität in deiner Sozialisation? Also, wie bist du aufgewachsen mit Sexualität? Was hatte das für einen Stellenwert? Oder wie ist man mit dem Thema umgegangen? Gut, also ich denke mal rein familiär, beziehungsweise auch zwischen Freunden eigentlich offen, dass Sex war kein Tabuthema, aber trotz alledessen hatte ich als kleines Kind, als Jugendliche auch so eine gewisse Hemmung, darüber zu sprechen. Also es wurde jetzt nicht totgeschwiegen, aber so wirklich offen war ich nicht. Und ich war auch ein bisschen beschämt und mit der Thematik erster Freund, ein bisschen eigen, würde ich sagen. Mhm. Ein bisschen ängstlich, würde ich sogar fast meinen. Okay. Und wann hattest du schlussendlich dein erstes Mal? Als ich 16 war. Also relativ, also ich denke, zur damaligen Zeit war es über dem Durchschnitt. Ich glaube, da war es mit 15 Jahren das erste Mal gang und gäbe. Inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen höher. Genau, da hatte ich mein erstes Mal und war vielleicht auch nicht so standardgemäß wie manch anderer. Das heißt? Das heißt, es war in einem Treppenhaus im 19. Stock. Ja, das klingt jetzt nicht ganz so romantisch. Zugegebenermaßen, es war auch nicht romantisch. Ich fand es sogar auch ausgesprochen unschön. Hat einfach den Aspekt, weil klar, das erste Mal bei einer Frau ist jetzt nicht das angenehmste und ich glaube, der Mann, beziehungsweise der Junge, der mich damals entjungfert hat, hat absolut keine Ahnung davon gehabt. Und der dachte wahrscheinlich einfach nur, dass ich meine Tage hätte. Ah, okay. Tendenziell. Oh Mann. Ja, ich sag schon, Romantik pur. Ja, ja. Ab wann war es denn so, oder ab wann hast du gemerkt, dass du generell sexuell offener wurdest oder ja, deine Lust? Wie war das mit dem Lustempfinden? Wann kam das bei dir? Ich denke mal natürlich bei meinem ersten Freund. Da war die Sexualität auch aktiv und offen. Man hat offen darüber gesprochen. Aber so wirklich diese Lust, die ich auch jetzt habe, hat sich erst ergeben, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Mhm. Also manche Frauen spüren das, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, manche tendenziell weniger. Aber mein Libido ist massiv gestiegen. Also ich hatte mehr Lust auf Hautkontakt, auf einfach auf Höhepunkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hört man immer wieder oder man liest es auch, dass die Pille auch dafür verantwortlich sein kann, dass man als Frau ja sexuelle Unlust verspürt. Ja, also ich habe bei vielen Bekannten, die haben das Gleiche erlebt, aber viele auch nicht. Also man muss es einfach ausprobieren. Also für all diejenigen, die gerade zuhören und die Pille nehmen, wenn sich natürlich auch im familiären beziehungsweise im Beziehungsstatus möglich ist, einfach mal probieren, die Pille abzusetzen. Hat viele Vorteile und darüber will ich auch gar nicht weiter eingehen, aber der sexuelle Kontext kann sehr viel angenehmer werden danach. Was hast du Außergewöhnliches sexuell bisher erlebt? Puh,
Also ganz kurz, sprechen wir jetzt noch vor unserer Beziehung oder? Ja, ja, vor unserer nur Beziehung. Nur vor unserer Beziehung. Würde ich sagen. Ja. Vor unserer Beziehung. Ja, okay. Also von daher würde ich sagen, also Außergewöhnliches an Sexualität, nein, habe ich nicht gehabt. Was ich hatte, waren außergewöhnliche Orte. Also wie schon gesagt, mein erstes Mal war jetzt nicht standardgemäß, aber auch viele Male danach war nicht standardgemäß. Das ist irgendwie, als ob die Lust in dem Zeitraum primär in die Höhe geschossen wurde durch außergewöhnliche Orte. Was waren das für Orte? Also Schwimmbäder, teilweise in einem... Im Schwimmbad? Ja. Würde ich heute nicht mehr machen. Wasser oder Kabine? Beides. Okay. Ja, würde ich heute auch nicht mehr machen. Habe ich letztens erst gelesen, dass da sogar ein Pärchen eine Geldstrafe in Höhe von 5.000, 8.000 Euro... Ja, kann ich auch verstehen. Ja. Also ich würde es, wie gesagt, jetzt nicht mehr machen wollen. Schon alleine, weil diese verschiedene Ortsgebung mir jetzt nicht mehr so taugt. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es dann auch in die Kabine beim H&M oder einmal wurde ich mit meinem Ex-Freund erwischt, als wir in einem Ruderboot Sex hatten und es war echt so scheiße unbequem für mich als Frau. Und dann haben die, es waren drei ältere Frauen, die haben uns so ausgelacht. Ja, klar. Und das Schlimme ist, du konntest ja nicht schnell um die Ecke laufen. Nein, konntest du nicht. Wir saßen im Boot, oh Mann, mitten am See. Das war unschön und etwas peinlich. Ja, ja. Dann auf einer öffentlichen Toilette. Oh Gott, nicht dein Ernst. Öffentliche Toilette. Ja. Das war... Auf einem Festival. Mhm. Also, ja, jetzt mal unter uns. Also, ich habe dich bis jetzt noch nicht, solche Fragen gestellt, die ich dir jetzt stelle. Also nicht ganz. Und das wusste ich jetzt auch nicht, dass du auf einem Festival... Ja. Mhm. Ich wollte ehrlich sein. Ja, ich so richtig auf dem Dixi-Klo. Nein, 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 das war ein Container. Na dann. Ja. Ja gut, da bleibt mir jetzt echt die Spucke weg. Also. Ja, ansonsten, jetzt bin ich fast ein bisschen schamig weiterzureden. Ansonsten fällt mir per se jetzt auch gerade nicht mehr so viel ein. Aber wie gesagt, es sind, ich finde es eigentlich total bescheuert, weil als Frau, gut, als Mann kommst du natürlich leichter. Mhm. Das sind alles Orte gewesen, da bin ich nie gekommen, weil es einfach unbequem war und weil man sich nicht fallen lassen konnte. Also ich glaube, da muss man auch selber erstmal herausfinden, was es sonst noch für sexuelle Möglichkeiten gibt als Ortswechsel. Ja, ich bin auch nicht, überhaupt nicht der Typ für Outdoor-Sachen. Ja, ist auch super unbequem oder auch Auto ist wirklich unbequem oder ja, im Wald ist auch tendenziell unbequem. Also Strand, der Klassiker bei Frauen? Strand ist grauenvoll wegen dem Sand, das tut echt weh. Hattest du schon? Ja. Hast du noch vergessen in deiner Aufzählung? Ja, man denkt halt nicht an alles. Ja, ich glaube, jetzt bin ich lieber mal jetzt still. Reicht, oder? Ja. Mit welchen Nationalitäten hattest du bisher Sex? Eigentlich glaube ich gar nicht so viele. Also Deutsche, Österreicher, Schweizer und Chilenen. Mhm. Aber das ist ja auch das, was du gesagt hast, was du dir in Zukunft noch vorstellen könntest zu erweitern. Ja, auf jeden Fall, weil ich das einfach als sehr interessant finde. Und bei manchen Menschen weiß man natürlich auch nicht, welche Nationalität die sind. Und also von daher würde ich es einfach mal so belassen. Und was war generell in dem gesamten Erfahrungshorizont so dein spannendstes Sexabenteuer? Ja, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt hatte ich ja nur verschiedene Orte. Also, und das fand ich jetzt, ist nicht mein Kick an Sexualität. Ich finde, das, was jetzt, und was wir jetzt machen mit dem, wie die Sexualität ausgelebt wird, sehr viel interessanter als wo. Mhm. Und
wie war das früher? Also, was hattest du für Fantasien im Gegensatz, ja, zu dem, was wir jetzt machen? Das ist das Lustige eigentlich, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, also Sexualität wurde schon offen kommuniziert in Familienkreis oder Freundeskreis. Aber Thema Dreier, Partnertausch, nee. Also, auch nicht Dreier, aber das ist doch so der Klassiker, oder? Ja, eigentlich schon, aber nein. Also ja, später dann, kurz bevor wir auch zusammengekommen sind, als ich dann eine Zeit lang Single war, da schon, aber davor in einer anderen Beziehung war das absolut totales No-Go. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ja, aber jetzt ja, in so einer Single-Phase oder ja, auch ich glaube, da wäre ich, also ich war einmal kurz davor, einen Dreier zu haben. Mhm. Das war ja, ein Jahr bevor ich dich kennengelernt habe. Aber da war ich, glaube ich, ein bisschen zu ängstlich dafür. Also im Grunde genommen warst du eigentlich, ja, sogar noch tendenziell sehr brav, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich war immer brav, ich bin es jetzt noch. Ja klar, das ist schon, aber ja. Ja, im Endeffekt, definitiv. Also du hattest keine Swinger-Erfahrung oder andere Nein. Erfahrung, bevor du mich kennengelernt hattest? Nein, das habe ich mit dir zusammen erlebt. Mit wie vielen Leuten hattest du schon Sex? Vor dir, ich schätze, zwischen 15 und 20. Mhm. Ja. Könnte hinkommen. Ist eigentlich auch eine ganz normale Zahl, würde ich sagen. Ja, ich denke schon. Also ich war auch grundsätzlich jemand, der dann seine, ich sage jetzt mal, Freundschaft plus Beziehungen lieber länger gedatet hat. Mhm. Als One-Night-Stand. Ist für mich einfach grauenvoll, weil es dauert einfach ein bisschen, bis man einander die sexuellen Vorlieben gezeigt hat. Ja, das finde ich auch besser. Und genau. Wie bist du zu den Sexualpartnern dann gekommen? Also plattformmäßig oder wie hast du sie gefunden? Achso, ja gut, also klassischerweise in der Bar, beziehungsweise, mhm. Ja, aber die meisten über Tinder. Mhm. Genau, da habe ich eigentlich auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe jetzt schon viele Frauen gehört, die sexuell da keine guten Erfahrungen gemacht haben und ich kann mich nicht beschweren. Mhm. Was mich noch interessieren würde, sexuelle Identität, also das ist für mich jetzt eine lebenslange Sache. Also die Identität entwickelt sich über viele Jahre und es kommt immer wieder neue Dinge hinzu. Gab es bei dir bestimmte Meilensteine der sexuellen Identität, was dir irgendwie geholfen hat oder was dir gezeigt hat, wer du vielleicht sexuell bist? Oder anders gefragt, was dich auch, ja, wo du dich besser hast kennenlernen können? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich denke, ich denke mal, das Erste, was wirklich relevant war, das war während meiner Studienzeit. Da habe ich die Ergebnisse von einer amerikanischen Studie gelesen und da konnte man sich anmelden. Das hat 30 oder 40 Euro gekostet, vielleicht auch 50, das mhm. weiß ich nicht mehr. Da hat man quasi die Ergebnisse dieser Studie bekommen. Und da ging es darum, wie eine Frau sich selber einen gigantischen Orgasmus oder zum gigantischen Orgasmus bringen kann. Okay, und das hat dir geholfen? Das war, finde ich, der erste Step, weil du hast, also es gab verschiedene Techniken, sehr interessante Techniken. Zum Beispiel, dass man erstmal links und rechts an den Schamlippen quasi entlang fährt. Und das kontinuierlich und relativ langsam. Und langsam, aber sicher dann auch mehr in die Mitte geht. Und dadurch, dass man seine Vagina beziehungsweise halt wirklich schön gestreichelt hat, in einer sehr langsamen Art und Weise, und hatte ich also wirklich einen abnormalen Orgasmus. Also da gab es auch mehrere Tipps, wie zum Beispiel auch in der Nähe vom Kitzler quasi so eine Musik also so einem Rhythmus draufdrücken. Also verschiedene Sachen, die ich sehr interessant fand und wie ich auch selber meine Sexualität zu mir auch mehr entdeckt habe. Wow.
Das waren wirklich 40, 50 Euro, die gut investiert wurden. Und mit dem Geld, soweit ich weiß, hat die Studie vor, weitere Studien zu veröffentlichen. Also für mich klang das erstmal so für eine Mogelpackung, irgendjemand, der ein bisschen Geld aus der Tasche zieht. Aber ja, dass das dir so geholfen hat, das ist natürlich, ja, klasse. Und informierst du dich noch über diese Studien? Eigentlich habe ich es nicht mehr gemacht, aber ich habe auch lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich das, dass ich da Geld ausgegeben hatte. Mhm. Aber es war wirklich gut. Mhm. Also muss ich nochmal raussuchen, vielleicht finde ich nochmal die Studie oder den Link, weil also für die weiblichen Zuhörer, aber auch für die männlichen Zuhörer, wenn sie der Frau etwas Gutes tun wollen, es war interessant und schön. Okay. Kann ich empfehlen. Sehr schön. Wie würdest du jetzt zusammenfassend deine sexuelle Vergangenheit beschreiben? Also was hat dich gesamt betrachtet vor unserer Beziehung vorangebracht? Zum einen die Studie, von der ich gerade gesprochen habe, bezüglich der Sexualität zu mir selber. Mhm. Dann, ich denke mal, was einen natürlich am meisten prägt, ist der Austausch mit Freunden und Partnern, also Sexualpartner. Und was ich auch sehr stark lernen musste, ich denke mal, im Laufe der letzten Jahre, bevor ich dich kennenlernt hatte, gelernt habe, ist die Tatsache, einfach auch offen mit dem Sexualpartner zu reden, was einem gefällt und was nicht. Mhm. Also mir ist es dann auch ab und zu aufgefallen, wenn man Sex hat und man merkt, okay, derjenige fasst mich nicht so an, wie ich es will. Naja, ich bin schön blöd, wenn ich es einfach über mich entgehen lasse, sondern dann muss ich halt kommunizieren und sagen, hey du, fass mich so und so an, denn das taugt mir, weil dann habe ich logischerweise mehr von der ganzen Thematik. Na klar. Und das musste ich lernen und ansonsten natürlich, was hat mich geprägt, die verschiedenen Sexualpartner. Mhm. Ich denke mal, wenn man nur einen oder zwei hat, da kann man vielleicht nicht so viel darüber reden. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Mhm. Du hattest vorhin erwähnt, dass du öfters Freundschaft Plus gehabt hättest. Ja. Und das hat bei dir funktioniert. Ja, super. Weil oft ist es doch so, dass zumindest ein Partner dann mehr möchte, weil man schläft öfters miteinander und dann entwickeln sich Gefühle und dann, ja. Ich glaube, das Ziel dahinter, beziehungsweise das die Lösung ist, dass man sich selten sieht. Also ich hatte über Jahre hinweg 3, 4 Freundschaft plus Personen. Mhm. Und wenn man sich nur alle 2 Monate sieht, kann sich, finde ich, auch nicht so eine Partnerschaft aufbauen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mit den Jungs, mit denen ich mich da getroffen habe, blendend verstanden habe. Es war, die waren teilweise im gleichen Berufsbereich wie ich tätig. Man hat darüber reden können, man hat über viele Sachen diskutieren können und danach war halt immer noch Happy End, dann vielleicht noch kuscheln, schlafen und dann hat man sich 2 Monate lang nicht gesehen. Mhm. Und dann hat man wieder von ein paar neue Sachen berichtet. Also wirklich klassisch Freundschaft plus, wie es wahrscheinlich im Bilderbuch steht. Ja, ich glaube, was es jetzt auf den ersten Blick bei dir geholfen hat, sag ich mal, ist dieses Unregelmäßige. Mhm, genau. Weil wenn du es regelmäßig machst, ja, es dann zumindest öfters passieren kann, dass sich eben ein Part verliert. Ja. Verliebt. Oder verliert. Das kann, in den nächsten. Ja. Stimmt eigentlich beides. Genau. Mhm. Ja, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben gehabt, deine lustigsten oder skurrilsten Geschichten. Aber ja, da hast du ja jetzt eigentlich schon mehr als genug berichtet. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt noch irgendwas einfällt. Eine Sache, was echt eigentlich sehr schön war, war der Sex auf einer Couch im Freien auf einem Berg über Wien. Mhm. Das war echt nett. Mhm. Also der Sex war jetzt nicht so bombastisch, er ging, aber die Scenery war geil. Das kann ich mir vorstellen. Und mal was ganz anderes. Ja, also da hast du mir doch einiges voraus. Aber ich bin jetzt nicht neidisch, weil so einige Sachen brauche ich dann doch nicht.
Ja, vor allem muss man ja auch sagen, dass auch wir unser Highlight hatten und in unserer Beziehung. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß auch. Sprichst du von unserem Saunabesuch? Richtig. Ja, wollen wir das erzählen? Ich weiß es nicht. Weißt du es nicht? Ja, erzähl es. Es ist einfach lustig. Ja, wir hatten eigentlich gar nicht geplant, dort Sex zu haben. Gar nicht, aber wenn man in einer Sauna beziehungsweise im Sauna-Wellness-Bereich extra kleine Hütten zum Schlafen oder zum Ruhen für eine Person aufbaut, dann kann man sich nicht beschweren, würde ich meinen. Das ist natürlich eine Einladung gewesen. Und dazu noch in Italien, wo es natürlich sehr streng reguliert wird und wir dann auch noch erwischt worden sind von einem Putzpersonal. Das war... Und dann ging es ab. Das war Highlight pur, dann... Ja, die haben uns gesucht. Also Security, alles. Also alles sind rumgerannt. Wir sind dann wirklich, ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, die Sauna zu verlassen, aber mit Kapuze drüber und Mütze auf und... Also nochmal von vorne. Wir waren in der Sauna und da gab es ganz viele Kabinen mit einem schmalen Bett. Dort wollten wir uns kurz ausruhen und irgendwie, ja, kam es dazu, dass wir dann Sex hatten. Klar. Und dann, ja, wurden wir enttarnt und auf einmal ging es ab. Alle Leute sind irgendwie, die ganzen Mitarbeiter haben gesucht, wir haben uns getrennt und ja, ich habe mir irgendwie noch versucht, irgendwie, ja, Mützen, Kapuze und dann kam die Polizei. Ja, es war wirklich krass und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo wir beide, also ich zumindest mit dem Thema an besonderen Orten Sex zu haben, definitiv und zu 100% abgeschlossen. Oh ja. Boah, wir hatten so Angst, als wir zurückgefahren sind mit dem Auto. Ja. Weil die Securities haben alle auf die Überwachungskameras gestarrt, um zu schauen, wo wir sind. Die Polizei war da und ich bin glücklicherweise noch ins Auto gestiegen, bevor die Polizei drinnen war. Sie ist gerade an mir vorbeigegangen. Und bei mir sind alle vorbeigerannt, weil sie halt wahrscheinlich primär dich gesucht haben. Und auf mich haben sie nicht geachtet. Also ja, also es war echt krass und das muss ich nicht noch einmal erleben. Nein, also so richtig glücklich und zufrieden war ich erst, als wir dann irgendwann mal ein paar Tage später die deutsche Grenze wieder überschritten hatten. Und mir ist auch so, Gott, Italien, nee, erst mal nicht. Nee. Ja. Genau, nächste Frage. Ich habe keine nächste Frage mehr. Du hast keine. Oh, dann bin ja ich dran. Sehr schön. Ich bin gespannt. Dann würde ich einfach mal anfangen mit der Frage, wann hast du realisiert, dass du eine ausgeprägte sexuelle Energie hast? Also ich glaube erstmal, dass alle jungen Männer eine ausgeprägte sexuelle Energie haben, aufgrund ja, vom Testosteron. Von dem her, ja, war das bei mir schon mit 14, 15 der Fall. Also schon da hatte ich eine sehr starke, ausgeprägte Lust. Aber wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, bei den meisten jungen Männern der Fall ist, dann erklär es doch bitte der Frauenwelt kurz. Naja, es ist ja so, dass junge Männer einen hohen Testosteronspiegel haben, was einfach wichtig ist für die sexuelle Energie. Und die nimmt im Laufe des Lebens immer mehr ab. Also deswegen hat man ja vor allem im höheren Alter einfach nicht mehr so eine starke Erektion oder... gibt es ja dann auch mehr Männer, die zu Hilfsmitteln greifen. Und das hat alles mit der Libido zu tun. Und ja, als 13-, 14-, 15-Jähriger war die definitiv schon sehr stark da. Aber wenn sie schon so stark ausgeprägt war, wann hast du dann wirklich gemerkt, dass die Lust beim anderen Geschlecht stärker wurde? Also, das war definitiv schon mit 15, 16 Jahren der Fall. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Sex? Dein erstes Mal? Mein erstes Mal war mit 15, also fast 16, aber ich war noch 15, ja. Okay. Und welche sexuelle Erfahrung hat dich am meisten weitergebracht vor meiner Zeit? Ja, das waren ja die ganzen Joy-Club-Abenteuer, die ich eigentlich hatte, würde ich im Nachhinein sagen. Die ich nicht hatte. Ja, aber ja, jetzt. Definitiv. Ja, also ich glaube, ich würde sogar sagen, die Dreier. Also ich hatte
einige MMFs, Mann, Mann, Frau. Und ich muss gerade überlegen. Ja, ich glaube, diese ganze Gefühlschaos, also dieser Gefühlscocktail, den man hatte, von Nervenkitzel, von Nervosität, Versagensängste, aber irgendwo auch die Lust und die Neugier und auch dieses Verruchte, das getan zu haben. Ja? Also, das verstehe ich. Man ging danach oft hinaus und hat sich irgendwie total toll gefühlt und ist dann aber irgendwie auch wieder emotional abgestürzt. Und diese Erfahrungen überhaupt gemacht zu haben, diese Überwindung zu haben, das war ja schon das, was mich, glaube ich, vorwärts gebracht hat. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, ich denke mal, es ist auch noch was anderes, wenn man das Ganze als Paar erlebt, so wie ich es erlebt habe, oder wirklich alleine, weil da braucht man durchaus mehr Courage, die Schritte zu machen, schlussendlich. Aber hast du dich da auch zu dem Zeitpunkt unnormal gefühlt? Also Thema Verwerflichkeit, hast du mit jemandem darüber geredet? Hattest du Angst, dass es jemand erfährt? Was waren deine Gedankengänge zu dem Zeitpunkt? Für mich war das damals gar nicht einfach, weil, ja, ich habe eigentlich mit niemandem drüber sprechen können. Und ich brauchte auch Zeit, um das Ganze mental zu verarbeiten. Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen kundgetan. Also ich habe mich so ein bisschen unnormal gefühlt. Mhm. Und weil das große Problem, das ich auch hatte, ich hatte vorher auch eine lange Zeitbeziehung mit einer Frau, mit der ich überhaupt nicht über Sex sprechen konnte. Mhm. Und allein, ja, das schon dir zu sagen, ja, also ich weiß ja, ich wusste oder weiß auch noch relativ wenig von dir, also so wie wir jetzt sprechen, das habe ich dich ja eher weniger gefragt, aber du hast mich ja sehr viel gefragt. Ja, und immer wenn ich eine Frau kennengelernt habe oder näher und ihr gesagt habe, dass ich schon Dreier hatte, macht man natürlich nicht beim ersten, zweiten Date, aber wenn es in Richtung Beziehung geht und solche Fragen aufkommen, ja, da hatte ich immer, ja, Gewissensbiss und dachte mir, wow, was bist denn du eigentlich für ein, ja, eine männliche Nutte so ungefähr. Und ja, ich hatte da einfach dann schon immer ein schlechtes Gewissen, was ich da eigentlich überhaupt mache. Eigentlich schon traurig, was für ein Bild man dann selber von sich hat, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist ja vielleicht auch nur bei mir der Fall. Das kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Ich weiß nur von anderen Leuten mittlerweile, dass sie es auch haben, wenn sie so ein Erlebnis mal hatten. Aber ich würde mich jetzt nicht als diese Norm für diese Frage bezeichnen. So ging es halt mir, weil ich halt niemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Also wenn ich das jetzt mal irgendeinem Freund erzählt hätte, ich hätte halt einfach zu viel Schiss, dass ich da, ja, also ausgelacht werde. Und zur damaligen Zeit war es auch so, was wollte ich denn jetzt sagen, ausgelacht. Dass du ausgelacht wurdest, wenn du, oder ausgelacht worden bist, wenn du es gesagt hättest. Also ich weiß, was ich sagen wollte. Ich hatte damals niemanden, auch keinen Freund, mit dem ich über Sex hätte sprechen können. Also wo ich im Alter von 25 war, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich schon Leute, mit denen ich über Sex sprechen kann, aber damals halt nicht. Ja, es ist auch eigentlich ein sehr interessantes Thema, was man noch ein bisschen mehr anschauen könnte, so für die nächsten Folgen. Ja, kann man es merken. Das finde ich wirklich sehr interessant. Und auch, wie gesagt, ein bisschen traurig, dass man da sich so abnormal fühlt. Und ja. Gut, meine nächste Frage. Wie viele Sexualpartnerinnen hattest du vor mir? Ja, du weißt es ja schon, wir haben ja darüber gesprochen. Das waren 28, also ungefähr. Eine mehr, eine weniger. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber so um den Dreh war das damals, bevor wir quasi zusammen waren. Ein paar mehr als ich. Ja, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelegt. Ja, ich weiß. Ja. Aber auch nur, weil ich halt auch, ich sage jetzt mal, die Damenwelt haben möchte. Wenn wir, beim Partnertausch hat man halt gleich zwei statt eine auf der Liste. Richtig. Und wenn man überhaupt eine Liste, also wir führen natürlich keine Liste, um Gottes Willen, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht. Nee. Aber ja, interessant. Aber hattest du auch noch andere Erfahrungen außer die Dreier, von denen du gerade gesprochen hast?
Ja, gleich mehrere. Also, ich hatte auch eine Cuckolding, wie sagt man, Erfahrung. Mhm. Das heißt, der Mann hat da zugeschaut. Und ja, das war total toll. Also, ich hatte insgesamt 3 oder 4 Mal Sex mit der Frau. Also, wir hatten immer wieder Pausen. Und ja, ich hatte Sex mit der Frau und der Mann saß mit einem Glas Wein auf dem Stuhl und hat zugeschaut. Mhm. Aber war es für dich, wie soll man sagen, beschämend, dass der Mann zugeschaut hat? Also hast du dich ungut gefühlt in dem Moment? Lustigerweise nein. Also im Vorfeld wusste ich ja auch, dass der Mann wahrscheinlich zuschauen werden wird. Und da dachte ich mir schon, boah, ist das jetzt dein Ding? Aber komischerweise war das jetzt nicht der Fall. Also das war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe mich auch während den Pausen mit ihm unterhalten. Also ja, das war eine schöne Luxusvilla und sehr schönes Ambiente. Ja, mhm. Schönes Paar und das war eine tolle Erfahrung. Und ja, es hat irgendwie gepasst. Also auch, dass wir ja über mehrere Stunden hinweg, also insgesamt halt 3-4 Mal Sex hatten. Mhm. Klingt gut. Ja, es hat mir schon gefallen. Genau. Hast du noch weitere, ich sag's mal, Erfahrungen? Ja, also mit dem MMF habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich da einige Dreier hatte. Und ja, ich war auch mal bei einem Hotel-Gangbang mit dabei. Das war jetzt nicht so mein Fall. Also das waren, glaube ich, 5 Männer und ja, eine Frau. Mhm. Ich glaube, es waren 6 Männer sogar mit mir. Und ja, ich hatte nur kurz mit der Frau Sex, weil, ja, wie soll ich sagen, ich hatte Probleme mit meiner Erektion. Irgendwie ist es einfach nicht mein Fall, muss ich sagen. Also ich schaue es mir ab und an mal ganz gerne an einem Porno an. Mhm. Aber selbst so mit dabei zu sein bei einem Gangbang, das gibt mir irgendwie gar nichts. Das ist irgendwie gar nichts, was mich anmacht. Also ich habe halt dann zugeschaut und das war ganz nett. Aber ja, das wäre überhaupt gar nicht mein Fall, muss ich sagen. Aber es war eine gute Erfahrung, das auch mal gemacht zu haben. Und ja, bereue ich auf keinen Fall. Das finde ich eigentlich jetzt auch wirklich sehr interessant, weil man könnte ja demnach auch wirklich sagen, dass es ein Unterschied ist, ob man eine Fantasie im Kopf erlebt oder sie dann schlussendlich wirklich auslebt. Ja, und das ist ja auch so ein Grund, das haben wir ja schon mal in einem Podcast unserer sexuellen Fantasien besprochen. Mhm. Ich bin wirklich der Meinung, dass man nicht jede sexuelle Fantasie ausleben muss. Ja, man kann es, wenn man ein unglaublicher Drang ist und wenn man das möchte. Aber ja, es kann auch manchmal sein, dass man von einer Erfahrung enttäuscht ist, weil man sich das im Kopf einfach anders vorstellt. Also in meinem Kopf hatte ich auch andere Gedanken, dass mich die anderen Männer nicht tangieren und haben sie mich ja eigentlich auch nicht. Aber die sexuelle Lust war da einfach nicht da, obwohl die Frau wirklich bildhübsch war, muss man auch dazu sagen. Und ja, also vielleicht gibt es ja auch aus der Sicht einer Frau solche Gedanken, die sich in ihrer Fantasie vorstellt, ach, das ist toll, oder auch mal Gangbang, oder auch Männer, die dieses Wife-Sharing praktizieren. In der Fantasie ist vielleicht alles schön, aber wenn man es auslebt, merkt man, es ist doch nicht irgendwie so toll, oder ja. Weil wir gerade eben gesagt haben, dass es ein großer Unterschied ist zwischen Fantasie im Kopf erleben und schlussendlich ausleben. Du hast es jetzt ausgelebt, du hast es mitbekommen, wie es für dich ist. Schaust du jetzt im Nachhinein noch Pornos bezüglich Gangbang oder macht dich diese Fantasie noch an? Nee, also die Fantasie macht mich nicht mehr an, überhaupt nicht, also gar nicht. Okay. Anschauen ab und an noch, aber eher seltener, also wir schauen ja auch sehr selten Pornos an, weil unser Sex-Pornografie pur ist, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß nicht, wenn wir einen Dreier haben, dann ist es ja auch schon, weiß ich nicht, 2 Männer und du, das ist ja auch schon, ja gut, Gangbang ist es jetzt nicht, aber nein, denke ich jetzt auch nicht. Nein, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus. Aber im Endeffekt würdest du sagen, nein, das ist
diese Fantasie hat sich dadurch dann ausgelebt. Ja, genau. Okay. Gut, aber was mich jetzt noch interessieren würde, wie bist du damals überhaupt auf Joy gekommen? Weil ich bin es durch dich gekommen. Ich kannte es davor nicht, sonst hätte ich es vielleicht schon vorher genutzt. Mhm. Aber ja, erzähl mal. Das war durch ein Tinder-Date, lustigerweise. Ja, weil wir uns eigentlich ganz gut über Sex unterhalten haben und sie mich dann gefragt hat, ob ich auch bei Joy Club bin oder im Joy Club. Und sagte ich, nee, was ist denn das überhaupt? Und ja, wir hatten dann einfach einen schönen Abend, das ist auch nichts weiter passiert. Und ich habe aber dann angefangen, den Joy Club nachzugoogeln und ja, habe mich dann da einfach angemeldet und ja, hatte daraufhin ja, schöne Erlebnisse. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du sexuell überhaupt so offen wurdest? Weil du hast ja vorhin gesagt gehabt, dass du schlussendlich mit deinen Freunden nicht so darüber reden konntest, über ja, die Erfahrungen. Also welcher Schritt hat dich dazu gebracht, dass du dich dort angemeldet hast und auch die Lust verspürt hast, einen Dreier erleben zu wollen, beziehungsweise die Gangbang-Erfahrung? Ja, das ist eine interessante Erfahrung. Also während du mir die Frage gestellt hast, habe ich schon mal versucht, so ein bisschen zu überlegen. Also ich glaube, das hängt mit einem riesigen Sexhunger zusammen, der dadurch entstanden ist, dass ich in meiner oder in einer längeren Beziehung lange überhaupt keinen Sex hatte. Also wir waren 3 Jahre lang zusammen oder 2,5, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, es ist schon so lange her. Und ja, da waren wir noch so, ich würde mal sagen, Anfang, Mitte 20, 23, 24. Und das Problem war, dass wir überhaupt nicht über Sex sprechen konnten. Also sobald ich dieses Thema angesprochen habe, hat sich meine damalige Freundin sofort, ja, die konnte Sex nicht mal in den Mund nehmen. Und Wow. Ja, das ist, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, eine Beziehung zu hegen, wenn da Sex also nicht mal Thema ist. Ja, also damals war es noch anders. Ich war auch noch damals anders gestrickt und dachte mir, ja, im Laufe der Zeit wird es schon und vielleicht hat sie irgendwelche Erfahrungen gemacht, aber sie hatte keine traumatischen Erfahrungen. Mhm. Und wir hatten teilweise über 4, 5, 6 Monate halt keinen Sex. Ja, das wäre jetzt für mich undenkbar. Und vor allem, ja, ich tue mir schon noch ein bisschen leid damals. Ja, ist ein bisschen fies, aber nee. Nein, ich verstehe es. Das ist ja absolut in Ordnung, wenn man keine Lust auf Sex hat. Also wenn man jetzt auch niemanden diskriminieren. Nein. Aber es ist schwierig, wenn dann 2 Menschen aufeinander prallen, die halt einfach nicht diese Libido haben. Ja, ich möchte da nochmal einsteigen. Also zum einen ist es so, dass ich sie schon oft gefragt habe, mit was das zusammenhängt. Im Nachhinein, Mai, vielleicht ist es auch, ja, wie du vorhin schon berichtet hast, dass es vielleicht an der Pille lag. Ja, sie hat die Pille genommen gehabt. Und es gibt aber auch Menschen, die haben einfach nicht so ein sexuelles Verlangen. Also Asexualität ist ja auch ein Thema. Mhm. Oder es muss ja auch nicht Asexualität sein, sondern einfach nur, dass man es nicht so gerne hat. Und das oder ist dann einfach nicht so gern, also einfach nicht so oft braucht. Ja, und das ist ja dann auch in Ordnung. Nur, das war es ja nicht. Also das konnte sie ja damals so nicht kommunizieren. Und ich dachte mir, ja, das waren halt die Werte, die ich mitbekommen habe. In einer Beziehung hält man erstmal zusammen und man hält was aus und man schaut und man kämpft und nicht beim erstbesten Sache schon das Handtuch zu schmeißen. Und von dem her hab ich immer wieder dieses Thema angesprochen und das wird halt irgendwann überhaupt nicht besser. Und dann, ja, habe ich halt irgendwann mal die Reißleine gezogen und ja, deswegen war ich dann... Reißleine gezogen und bist dann ab zu Joy gegangen. Ja, das war meine sexuelle Befreiung und das kann ich verstehen. Wurde sich ausgetobt. Und wie viele Dates hattest du dann dort bei Joy? Das ist eine gute Frage, wie viele Dates ich hatte. Ja, oder wie sah, ich sage jetzt mal, ein Date für dich aus? Ich schätze mal, es ist ähnlich wie bei mir und meine Freundschaft plus Bekanntschaften. Oder ja, weniger? Also, bei mir war es ja eher so, dass ich auch
ab und an wieder diese Pausen gebraucht habe, dass ich diese Dreier hatte und dann war ich teilweise auch mal wieder 5-6 Monate offline oder beziehungsweise habe mich ausgeklinkt, weil ich da diese Pause brauchte, um wieder das zu verarbeiten. Mhm. Von dem her habe ich mich nicht durch den Joy Club gevögelt, sondern hatte ja ab und an mal Dates. Ich hatte auch die ein oder andere Affäre. Ich muss gerade überlegen. Ja. Ja. Aber das war gar nicht so viel. Also hat sich eigentlich die Waage gehalten. Ein paar Affären, mal auch mal ein One-Night-Stand und ansonsten die ganzen Dreier-Erfahrungen. Gut, ich kann mir auch schon vorstellen, wenn man wirklich alleine das Ganze macht und nicht darüber reden kann, dass es halt einfach ein bisschen mit der Psyche einfach auch braucht, bis das Ganze wirklich verarbeitet ist. Ja, und das finde ich auch gut im Nachhinein, dass ich mir die Zeit gegönnt habe oder gegeben habe und mich nicht so extrem verloren habe, weil ich habe dann doch auch Menschen gesehen, die dann Drogen konsumiert haben oder andere Sachen oder denen es einfach zu viel geworden ist. Und aber anstatt sich selbst zu reflektieren und sich Zeit zu nehmen, sich noch mehr in diese Welt gestürzt haben und dann halt vielleicht auch ganz abgestürzt sind. Also das hat mich dann auch traurig gemacht, wenn ich dann ja die ein oder andere Frau gedatet habe. Und ja, vielleicht hing das damals auch an dem Alter, ja, also Mitte 20, da ist man noch, ja, schaut nur nach seiner Identität. Vielleicht ist es jetzt in unserem Alter mit Mitte 30 schon wieder anders. Kann ich schwer sagen, aber ja, so war es halt damals. Interessant. Und jetzt hat eine sehr interessante Frage für mich. Was hat sich sexuell verändert, als du auf mich trafst? Sehr, sehr viel. Schön. Also, ich hoffe im Positiven. Ja, ich überlege gerade, wie ich das sagen kann. Ich würde es als absolut sexuelle Vollkommenheit beschreiben. Wow. Weil du bist für mich so der Inbegriff einer, jetzt nur mal auf das Sexuelle reduziert, einer Sexgöttin so ein bisschen. Moi. Dankeschön. Ja, das, du hast von Anfang an, und das, als ich dich das erste Mal sah, eine absolute sexuelle Begierde ausgestrahlt, also eine sexuelle Lust. Das kann ich gar nicht beschreiben und ich glaube, das hätte vielleicht auch kein anderer, ja, nee, das kann ich nicht sagen, aber das hast du auf mich ausgestrahlt, eine unglaublich sexuelle Aura und ja, das hat mich damals vor allem sexuell total in den Bann gezogen gehabt und das war ja, wir hatten ja in den ersten Dates eine unglaublich tolle Gesprächsbasis und Gespräche bei oder stundenlange Gespräche bei ja, der ein oder anderen Flasche Wein und Aperol Spritz und als wir dann Sex hatten, war das irgendwie ja nur noch wow, also jetzt spreche ich jetzt nur mal von unserem ersten Mal, weil das war der Startschuss einer Explosion der Sexualität und ich glaube, das hast du ja auch irgendwie ähnlich aufgefasst, oder? Ja, definitiv. Also, und das hatte ich zuvor aber noch bei keiner Frau, eine absolute sexuelle Ausstrahlung, eine sexuelle Lust. Du hast mir gesagt, ich will dich jetzt und ich will dich auffressen. Und das hast du, ja, ich würde sagen, einerseits charmant, aber andererseits auch irgendwie offensiv gemacht. Und das war, ja, das war einfach wow. Gott, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen rot geworden. Ja, und ja, es hat sich ja viel verändert. Also wir zwei sind ja dann auch jetzt hier in die Swinger-Szene und in die Welt gerutscht. Und auch das, was ich jetzt damals überhaupt nicht erwartet hätte. Und ich finde, wenn wir auch mal im Club sind, sieht man, wie die Männer dir hinterher starren, weil du auch dort diese unglaubliche sexuelle Lust und ja, das ist so, ja, vielleicht sehen es andere anders, aber für mich bist du die Sexgöttin und ich finde, das strahlst du komplett aus. Das ist lieb, das freut mich richtig. Oh, ja, das will ich gar nicht meine nächste Frage stellen, weil es so
unschön im Endeffekt ist, aber ich stelle sie trotzdem. Okay, bin gespannt. Was war dein schlechtester Sex? Boah. Also, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, weil ich finde die Frage eigentlich doof, muss ich sagen. Denn es gibt einfach, dass man einfach sexuell nicht harmoniert. Also, und ich glaube, da gibt es auch genügend, oder das heißt genügend, es gibt bestimmt die ein oder andere Frau, die das auch von mir behaupten würde, dass ich vielleicht sogar ihr schlechtester Sexpartner war, weil es nicht sexuell harmoniert hat. Und deswegen möchte ich solche Frauen, also diese Sexualpartner überhaupt nicht an den Pranger stellen oder sagen, das war jetzt irgendwie der schlechteste Sex oder das, ja, weiß ich nicht. Und ja, es gab Fälle, wo der Sex schlecht war oder nicht super befriedigend, aber dann denke ich mir auch nicht im Nachhinein, oh, das war jetzt schlecht oder das war jetzt die totale Katastrophe, mies oder so, sondern ich denke mir eher, ja, es hat einfach nicht gepasst, aber ich ärgere mich nicht. Also, ja, genau. Von dem her würde ich eigentlich sagen, ja, es gibt einfach Sexpartner, Sexakte, wo es einfach nicht harmoniert. Und ich überlege gerade, ja, zum Beispiel, also es gab eine Frau, die wollte wirklich unglaublichen langsamen Sex haben. Also, boah, also das ist schon fast nicht mehr, also richtig Slow Sex. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie nicht so meins. Also ich mag es auch sehr gerne gefühlvoll und Slow Sex auch mit dir. Aber das war einfach viel zu langsam. Und das dann, wenn man sich erst, ja, das erste Mal Sex hat, dann ist das irgendwie, genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde jetzt allgemein hast du die Frage wirklich sehr schön beantwortet. Und ich habe fast ein schlechtes Gefühl, dass ich diese Frage gestellt habe. Aber bezüglich deinem Thema Blümchensex kann ich es nachvollziehen, weil ich persönlich mag Blümchensex natürlich auch sehr gerne, aber für mich ist es was klassisch Intimes, was man eigentlich mit seinem Partner macht. Dieser langsame, gefühlsvoller Sex mit viel Küssen, mit, ich sage es einfach mal, Sex und Liebe gekoppelt. Würde ich persönlich bei einem Partnertausch nicht haben wollen. Ja. Ja, also gefühlvoller, liebevoller Sex oder ja, so wie du das jetzt umschrieben hast, also wo Liebe im Spiel ist und oder ja, auf jeden Fall lädt es eher dazu ein, dass Gefühle entstehen. Und das würde ich jetzt als Affäre oder One-Night-Stand oder so wie wir das handhaben, auch nicht haben wollen. Ein gewisses langsamerer Sex, also einfach, wo es jetzt, weiß ich nicht, jetzt einfach nicht so extrem zur Sache geht, kann ich mir eher bei einem vertrauteren Umfeld vorstellen vielleicht. Oder weißt du, wenn wir jetzt mal vielleicht ein Pärchen hätten, mit dem wir öfter Sex haben oder so, dann kann ich mir das eher vorstellen, dass man da langsameren Sex hat, aber nicht so diesen, ja, liebevollen, gefühlsvollen Sex, weil das hat da einfach in diesem Setting nichts zu suchen. Für dich. Genau, ich wollte gerade sagen, zumindest für uns. Und ja, wenn das andere anders sehen, ist das völlig, völlig in Ordnung. Aber wie ist es bei dir? Also, du hast mir die Frage gestellt wegen schlechten Sex. Da hattest du ja bestimmt auch einen Hintergedanken. Wie ist es bei dir oder wie siehst du das? Ja, ich habe die Frage eigentlich gestellt, weil ich wirklich einen Sexakt mit einem Mann als etwas schlecht bezeichnen würde. Und hat einfach den Hintergrund, dass ich mich zu dem Zeitpunkt wirklich gefühlt habe, weil man muss es so sagen, er hat mich behandelt wie eine Sexpuppe. Ich habe mich nicht nur wie eine gefühlt, er hat mich so behandelt. Aha. Und man hat halt einfach gemerkt, dass er, ich sage mal, sein Wissen, seine Erfahrungen aus Pornos hatte. Diese Art und Weise, wie er mich, meinen weiblichen Körper nahm, wie er ihn verstanden hat, hat man einfach wirklich gesehen, dass er im Endeffekt keinen blassen Schimmer
davon hatte, wie er mich zum Orgasmus bringen kann. Mhm. Und ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt sehr geärgert im Nachhinein, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss seine Bedürfnisse offenbaren. Der Partner muss einfach wissen, beziehungsweise im Sexakt selber kann man ja auch wirklich sagen, hey, mach das oder tu das. Dass wirklich, dass man den Sex wirklich ja, genießen kann. Und das habe ich bei dem Zeitpunkt nicht gemacht. Und ich hatte auch in dem Alter nicht die Courage, das auch so zu kommunizieren. Aber das hat mich im Nachhinein auch sehr geärgert. Und auch so dieser Punkt Pornografie. Ich mag Pornos. Ich schaue eigentlich gerne Pornos an. Aber ich finde, dass die Sexualität der Frau oft schlecht dargestellt ja. wird. Also es ist jetzt zumindest kein Medium, wo da ein Mann lernen kann, wie die Sexualität bei einer Frau funktioniert. Ja, da wollte ich gerade einhaken. Also das ist für mich wirklich erschreckend. Und vor allem, das war ja noch eine andere Generation. Also das, was du beschreibst. Weil das hört man ja jetzt schon öfters, dass Jugendliche durch den Pornokonsum ja, überhaupt nicht mehr wissen, was ist Sex überhaupt, sondern diese Frau einfach als sexuelles Spielzeug sehen, das einfach benutzt wird und auf, ja, ja, in der Pornoindustrie sind teilweise Gangbangs normal und Analsex musst du ja eh jede Frau mögen und überhaupt keine Vorspiele oder sonst was, sondern es geht gleich zur Sache und starkes Fingern und so weiter. Und da ist es schon so eine Verrohung zu sehen. Und ja, das finde ich jetzt schon heftig, dass das dir schon passiert ist, weil ich das jetzt eher eine Generation nach uns eher gesehen hätte. Nee, also mir ist es passiert und ich weiß auch von ja, Freunden von mir, die hatten das gleiche Problem. Ja, man müsste eigentlich ja, so Nachhilfe bekommen als ja. Mann. Wie tickt der weibliche Körper? Und das ist halt auch noch so ein Punkt. Ich habe vorhin erzählt gehabt von dieser amerikanischen Studie, die ich gelesen habe. Ich wusste ja selber nicht, wie ich ticke, wie mein Körper ist. Man muss als Frau erstmal sich kennenlernen, bevor man überhaupt kommunizieren kann, wie man am besten kommt und welche Stellung am besten ist. Da ist jede Frau so dermaßen unterschiedlich. Und natürlich, woher soll der Mann auch wissen, wie man dann herangehen soll? Aber wie ja, du schon gesagt hast. Ja, bei dir doch auch. Also, ja. Ja, ich denke mal, diese Feinfühligkeit wird bei Pornografie halt einfach nicht dargestellt. Da wird die Frau wirklich als Sexobjekt benutzt, will auch als Sexobjekt benutzt werden. Mhm. Und das ist ganz schwierig für Männer als auch für Frauen, jetzt primär mal für Männer, dass sie in dem Alter wissen, was sie zu tun haben, wenn sie das als Vorbild haben. Ja, ich gebe dir schon recht, aber ich finde schon auch, dass wir in unserer Generation viele Pornos geschaut haben. Also ich schon, als ich 13 war, damals ja. gab es noch gar keinen, boah, da haben wir noch gezahlt fürs Internet. Also, das hat man immer heimlich gemacht. Ja, das also pro Minute oder pro Stunde hat man da gezahlt, das weiß ich noch. Aber, und schon damals gab es eher Hardcore-Pornos, aber ich bin davon auch nicht verrodet. Und ja, es ist interessant, warum das so ist oder was dazu führt. Lernen am Modell, weiß ich nicht, wie der Umgang auch der eigenen Ehepartner und Leute ist. Aber es ist ein spannendes Thema, was die Sozialisation und Erziehung auch in dem Kontext dann ja mit der Sexualität zu tun hat, auch Stichwort Sexualpädagogik, da ja ist schon noch was zu tun. Was ich dich aber noch fragen wollte, es gibt ja mittlerweile sogar in dem Kontext ja auch faire Pornos, also zum Beispiel Cheeks bildet, ich wollte es ja schon sagen, bildet es aus, nein, die bieten das an. Mhm. Da haben wir uns auch mal sogar ein Porno angesehen, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Also, wo die Lust der Frau im Mittelpunkt steht und das sind auch keine, die da, wie sagt man, ja, ausgebeutet werden. Und da geht es eher darum, was möchte ich überhaupt machen? Welche Erfahrungen möchte ich machen oder was möchte ich für ein Porno drehen? Und dann kann man
das in der Sache machen. Und da heißt es nicht, ja, der in der Porno ist gesucht, du machst jetzt hier mit, sondern du kannst selbst entscheiden, welchen Porno du auch so ein bisschen drehen möchtest. Also so habe ich das in Erinnerungen oder in Erinnerung, und ich fand es auch toll, dass das viele Darstellerinnen waren, also DarstellerInnen, die nicht immer den Modeerscheinungen, ja, oder wie sagt man, entsprochen haben. Ja, genau. Und das hat mir eigentlich gut gefallen, aber ja. Ja, weil es halt einfach die Normalität ist. Mhm. Das stimmt. Also ich erinnere mich vage daran, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns den Porno angeschaut haben. Ja, ich finde es einfach schön, weil es auch eine andere Sichtweise war. Ich glaube, da wurde sie auch teilweise mehr interviewt, wenn das stimmt ist. Am Anfang und ja, schon, zwischendurch, ja. Also am Anfang und am Ende, glaube ich. Ja, genau. Und zwischendurch war der Porno, ja. Also ich fand es total interessant, weil man halt einfach, es war eine, ich sage jetzt mal, ein Doku-Porno. Mhm. Es war eine Dokumentation und zeitgleich ein Porno. Und es war eine ganz andere Sichtweise mal auf die Frau, auf den Akt selber. Hat mir auch gut gefallen, doch? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Jetzt haben wir sehr lange berichtet, fast eine Stunde, über unsere sexuelle Vergangenheit. Jetzt wisst ihr auch mal, wie das bei uns war und was wir für Erlebnisse hatten, bevor wir in die Swingerwelt gekommen sind. Und generell wisst ihr einfach mal so ein bisschen was über uns. Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt zu unserer sexuellen Vergangenheit oder zu dem, was wir gerade berichtet haben, dann ja, schreibt uns eine Nachricht. www.wir-swingen.de oder wir-swingen@gmx.de. Es wäre auch super interessant, wenn bei einigen Fragen, die wir natürlich jetzt halt durchgemacht haben, wenn euch da eine Frage besonders interessiert hat, auch das einfach nur kommunizieren, dass man auch da vielleicht weiter recherchieren kann und ja. Genau, dass wir wieder ein bisschen Input haben, weil es gibt so viele Themen, über die man sprechen kann und teilweise auch wirklich sprechen sollte, dass da einfach, einfach Redebedarf ist. Ja, wir greifen gerne eure Themenvorschläge auf. Genau. Gut. Danke fürs Anhören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Ciao. Bis dann. Tschüss. Unsere eigenen erlebten sexuellen Abenteuer von uns und von unseren Freunden können wir auch jetzt nachhören.